Haben wir wenigstens wieder ein bisschen Dirt. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, was ich denn noch alles ansetzen soll. Nachher rein den Kompostautomaten, das Ei, ne? Ach du Schande. You can only sleep at night, es ist night. Night right now. Aber so wie es aussieht, werden wir wohl erstmal eine Aufnahmepause machen. Dann geht es in der nächsten Aufnahme dann weiter. Genau. Die werden nicht mehr ewig brennen. Eventuell bevor ich dann schlafen gehe, werde ich hier nochmal schauen und eventuell dann reinschmeißen noch, weil vorausproduziert müssen wir genug haben. Ja, 7 sind noch da. Redstone technisch sind wir so gut wie leer. Das liegt halt hier dran, aber sind wir hier schon voll? Ja, fast. 100 Buckets fehlen noch. Ja. Aber es fehlt aktuell an Strom. Habe ich noch irgendwo den kulinarischen Generator rumliegen? Culinary. Da könnte man einen Hopper dazu bestellen. Hopper. Und eine Chest. Ist zwar dann wahrscheinlich Verschwendung, aber ja, kann man ja essen, oder? Dann kann ich das Grünzeug von da oben runterholen. Dann haben wir zumindest zeitweise ein wenig mehr Strom. Weil das nicht Minecraft-Grünzeug kann ich eh nicht kompostieren. Also kann man es genauso gut da unten reinschmeißen. So, das fällt da rein. Das glaube ich nicht. Boah, das war's hier. So, hoffe ich jetzt mal. Yep, bringt genau gar nichts an Leistung, aber wenigstens ist überhaupt was da. Was bringt der? 4? Ja, dafür nur ein paar Sekunden lang, ne? Bringt alles nur 4 Redstone Flux pro Tick.
Dafür aber nur 30 Sekunden, ne? Also da kann man schon einiges verheizen. Und wir sind immerhin besser als nichts, ne? Und wir hören das Zeug da oben los. Furnace Generator haben wir so nicht, welche sogar? Ne, Furnace Gen haben wir gleich eine. Der wäre aber craftbar. Dann könnte man nämlich das Gummiholz wegverarbeiten. Ah ja. Kann man ein wenig Popcorn machen. So, wow, jetzt ganz schön tief runter. Ja genau, alles bis auf einen. Hallo? So gibt er nicht die Energie ab. Ach ja, braucht man glaube ich so ein Medium Voltage Ding, sonst geht da gar nichts. Ja. Na gut, da hat er schon ein wenig was, ne? Hehe. Da kann er schon ein wenig reinarbeiten, dann sind wir den ganzen Scheiß da los. Die halten eh noch. Und dann sehen wir uns wirklich in der nächsten Aufnahme wieder, wo wir dann weiter automatisieren oder jo, weiter basteln oder keine Ahnung, irgendwas wird uns schon einfallen. Bis dann. Und damit herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play Feed the Beast Infinity Evolved Skyblock. Keine Ahnung, wie viel die aufnehmen, ich muss hier am Klimagerät eindeutig den Kompressor abschalten. So. Denn der ist eindeutig zu laut, den Lüfter lasse ich aber laufen, ne, das nicht. Also wenigstens ein bisschen die Luft sich hier bewegt im Büro. Es wird unbedingt Zeit für die Roomtour. Wobei, wenn das Video hier rauskommt, könnte durchaus sein, dass es die schon gegeben hat. Ich habe nebenbei ein wenig vorbereitet, unter anderem da hinten wieder was reingeschmissen in unsere Anlage. Dann hier habe ich mir auch weiter gebastelt. Ich glaube, das Sugarcane, Kaktus und Soybeans haben wir noch angesetzt. Dann habe ich hier Seeds, Pumpkins und Potatoes gesetzt. Die sind aber noch nicht ganz herunten angekommen.
Ich möchte also jetzt in dieser Aufnahme endlich den Power Monitor machen und eventuell ein paar andere Dinge. Aktuell schwelle ich mich, wird es hier wieder warm und die Klima aus ist. Deswegen werden wir auch noch Kompressor anbauen. Lass mich mal hier wenig gucken auf meiner Liste. Einen weiteren Reaktor werden wir auch basteln. Den habe ich soweit schon vorbereiten lassen. Hier, ne? Es wird ein großer. Da habe ich auch ein ganz gutes Design rausgeholt, glaube ich. Wir werden dann die auch automatisieren. Dazu brauchen wir aber noch den Power Monitor. Genau. Lass mich mal kurz drüber nochmal schauen. Jo. Metal Presses möchte ich eventuell auch machen für die Zahnräder. Wartet mal. Fang mal mit dem Reaktor an und dem Power Monitor. Da fehlt uns, das habe ich schon vorbereitet. Hier soweit eigentlich auch, fast zumindest. Hardened Flux Tax Hammer, kann man die machen? Ich weiß gar nicht. Flux. Ja, können wir machen. Das Schwierigere ist der Binder Composite. Er braucht nämlich Stone Dust, da werden wir dann eine thermale Zentrifuge dafür basteln. Aber, ach ja, Kompressoren habe ich auch vorbereitet. Stimmt, ja. Zehn schaffen wir. So. Haben wir dann noch elektrisches Steel? Nicht, dass wir das weg. Ach ja, habe ich einiges vorbereitet. Stimmt, ja. So, das braucht halt anscheinend ein wenig. Ah, da kommt er schon. Dum. So. Ich habe da ein paar Dinge hier reingeschmissen, nämlich. Die lassen wir noch drinnen, die nehmen wir raus. Damit der dann hier vielleicht ein bisschen mehr Strom bringt. Sehr schön, die reichen schon mal. Um die paar Karren zu machen. Schauen wir mal, ob wir alles haben. Aber ich denke schon, es müsste soweit alles vorbereitet sein. Ich weiß, man hört im Hintergrund das Klimagerät rauschen, aber Leute, ich habe hier sonst annähernd 30 Grad. ich habe das Gerät erst gestern bekommen. In der letzten Aufnahme habt ihr es schon mitbekommen. Und alte Schwede, ist wirklich laut, aber ich müsste es übersprechen können. Jedenfalls muss das hier jetzt erstmal, es hilft nichts, es muss ein wenig laufen. Aber ja, was soll ich machen? Ich kann hier nicht schmelzen, ne? Gut, dann können wir die mal hier platzieren. So. Zack, zack. Haben wir noch Rubber, damit wir die Upgrades uns basteln können. Haben wir noch ein wenig. Oder auch nicht. Ich weiß mir noch eine Partie, wenn das so einfach ist. Die Bar.
Ach, der zweite Server fällt. Ja, man hört das wirklich laut im Hintergrund, da muss ich halt mehr sprechen. So, was ist mit der Musik los? Ah. Hat ein wenig gebraucht. Dum 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 dum. Dum, dum, dum. Dann brauchen wir den. Kommt jetzt beinahe geht das rote. Ey Leute, das habe ich ganz zu sehen. Ein Redstone und ein Silizium, okay. Wenig mehr jetzt, dann haben wir ja. Eventuell machen wir eine der Blumendinge oben, also eine der Felder, ne? Vielleicht machen wir da eine Partie Ding, ne? Eine Partie. Na? Jetzt fällt es mir gerade nicht ein. Ach so, jetzt noch Blumen, so. Weil es mir gerade einfällt. Genau. Wir werden nämlich noch die ein oder andere Dings brauchen. Alte Schwede. Ist der Reis jetzt wenigstens durch? Ja. Ist egal, was wir grundsätzlich essen. Ja. Steak sowas, Steak sowas. Achso, die Bänder sind fertig, wie gesagt. Fast zumindest. Ach du Schande. Brauchen da ein wenig Speicher, ne? Weil sonst wird das hier knapp. Achso, hier ist dann Eloy. Natürlich. Und die Nummer 3. Na komm. Dankeschön. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Haben wir nicht den Comparator erst gemacht? Scheint wohl nicht so zu sein. Ich dachte, wir hätten einen gemacht, aber anscheinend nicht. So, wo ist mein Stone? Wie schafft er es, dass der einfach durchläuft? Das verstehe ich nicht, Leute. Das sollte eigentlich nicht funktionieren. Hier ist die Chess, ja, die Satellite Pipe auch irgendwie. Manchmal schleift er den einfach durch. Keine Ahnung, wie der da runterkommt. Oder ob ihn hier einfach wieder rauszieht, ich weiß es wirklich nicht. Keine Ahnung. Jedenfalls sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Na komm. Zack, zack. Zack, zack.